mit Familien. Wenn wir heute das Wort Kirche bloß hören, dann ist eigentlich ein ganzes Umfeld von Begleiteindrücken, von Begleitgefühlen mit diesem einen Wort verbunden. Es zeigt auch die momentane Situation, in der wir uns befinden und die für uns immer wieder eine Art Fragestellung ist. So, was soll das jetzt und was bedeutet es für mich, wenn Kirche allein vom Wort her so eine Vielfalt und ein Durcheinander von Blickwinkeln und Gefühlen in den Menschen auslöst? Allmählich müssen wir fast sagen, das Wort Kirche wird so behandelt in der Öffentlichkeit, wie wir das bei vor allem einem unserer deutschen Fernsehsender beobachten, wenn die von einer Persönlichkeit vorstellen und von der berichten oder von einer Gruppierung, und die, wo man merkt, die haben da Interesse, von vornherein einen Negativ-Touch zu versetzen, dann kommt immer das Wort umstritten. Bloß das Wort umstritten. Und dieses Wort umstritten bringt in den Leuten eine Art Unfriedensgefühl allein durchs Hören in die Seele. Wenn etwas umstritten ist, dann ist Streit das, was die Leute berührt in diesem Wort. Und Streit löst eine Art Abwehr schon aus, weil der Mensch grundsätzlich ein Stück auf Frieden und Harmonie angelegt ist. Und gerade diese Art der Wahrnehmung müssen wir heute von der Kirche auch feststellen. So ist sie, so ist es. Wie da diese Verschiedenheit sich den Menschen entgegenwirkt, das ist eigentlich schon etwas alt. Für uns in der Diözese etwas bezeichnend, dass ein Pater Kentenich und ein Bischof Stimple damals durch die Diözese gefahren sind, Pater Kentenich bei der Segnung des Grundsteins unseres Heiligtums von Augsburg hierher. Die haben äußerlich den gleichen Eindruck gehabt und trotzdem verschiedene Sichtweisen. Wenn wir den Bischof gehört haben, dann ist er bei der Begegnung mit den Pfarrern immer gleich happy gewesen. Ja, wenn ich durch die Diözese fahre, überall die Kirchtürme erneuert, alles renoviert. Eigentlich, wir sind in einer Art wunderbaren Situation unserer Diözese, unseres Glaubens in der Kirche und der Kirche. Und Pater Kentenich ist diese Strecke auch gefahren, hat die gleichen Kirchtürme gesehen, und das, was noch in Bayern ihm aufgefallen ist, diese Glaubensdenkmäler und Glaubenszeugnisse in der Landschaft, die Feldkreuze, die Wegkreuze, kleine Bildstöcke, und hat gesagt, da ist das alles noch da. Bei uns im Rheinland war das und ist jetzt ganz verschwunden, von der modernen Welt vollkommen weggefegt. Aber soweit ich sehe, wird das bei euch bald auch so sein. Ein paar Jahre nach diesem Wort, dass das bei uns auch so kommt, ist es angegangen, indem diese Bildstöcke und Feldkreuze geplündert und gestohlen worden sind, was irgendwie kunstmäßig verhandelbar war. Mit Diebstählen ist es angegangen, die Feldkapellen geplündert und geschändet, und damit hat man alles eigentlich teilweise selber wegnehmen müssen, was irgendwie Glaubenszeichen in der Landschaft war, Glaubenszeichen im Land, also was Kirche in Symbolen dargestellt hat. Sodass wir hier gerade auch den heutigen Eindruck noch ein Stücklein festmachen können,
das, was jetzt kirchliche Kultur über die Jahrhunderte ist, dafür gibt es Zeugnisse und die sind gepflegt. Da ist der Denkmalschutz dahinter, der staatliche Denkmalschutz, weil der ganz schlicht sagt, wenn wir das bloß, weil es Glaubenszeugnisse sind, nicht mehr gelten lassen als Kunstwerte, dann verarmen wir, dann werden wir eigentlich ein unkultivierter Haufen. Hier deshalb auch die Pflege von kirchlichen Gebäuden, soweit sie Kunstwert haben, also kulturell, ist die Kirche noch ein Stück vertreten, ein Stück von Bedeutung, weil das Land eigentlich total arm dastehen würde, ohne diese kulturellen Zeugnisse, die sich besser erhalten haben als Kultur in den Familien und Kultur in den Gemeinden. Diese Kulturdenkmäler haben den Krieg bei weitem nicht so überstanden wie die Kirchen. Umgekehrt, diese gepflegten, renovierten und auf Erhalt gebauten und gerichteten Denkmäler, die sind teilweise buchstäblich leer, selber ein Stück erlebt. In einer Wallfahrtsdorfkirche, in der nach der Renovierung der Altar geweiht werden musste, konsekriert werden musste, und der Pfarrer jetzt natürlich für die Altarkonsekration den Bischof eingeladen hat und schockiert war, wie gering das Interesse des Dorfes an diesem Ereignis noch war in der Pfarrei. Er hat sich fast vor dem Bischof entschuldigt, dass buchstäblich ein ganz dünnes Häubchen an diesem einmaligen Ereignis, das vielleicht in Jahrzehnten und in Jahrhunderten stattfindet, wenn die Altarweihe, dass hier buchstäblich das Dorf gezeigt hat, ist für uns höchstens so wie ein Sonntagsgottesdienst und nicht mehr. Wo schmerzlich erlebt hat, was an Kirche gepflegt wird, das ist weitgehend menschlich entseelt, weil die Persönlichkeiten, die menschlichen Persönlichkeiten damit nicht mehr verbunden sind. Die Kirchen sind zwar schön renoviert, aber weitgehend für die Gottesdienste so lückenhaft, dass sich sogar die Gottesdienstteilnehmer manchmal in der Diaspora in der eigenen Kirche vorkommen. In der Öffentlichkeit wird jetzt das, was Gemeinschaftskirche ist, buchstäblich von sich selber auch zerrissen dargestellt, wird als umstrittene Kirche, also genau mit dem Wort, mit dem unsere Fernsehanstalt die Leute immer abstempelt, über die sie negativ berichten möchte. Oder wenn überhaupt eine Nachricht kommt, selbst eine gute Nachricht, wenn man die Person ins Abseits stellen möchte, kommt auch vor der guten Nachricht immer das Wort umstritten. Und damit wird praktisch auch die Nachricht schlecht gemacht und entwertet. Und genau dieses Wort umstritten, das zeigt sich auch in der Kirche als Gemeinschaft. Wenn aus den eigenen Reihen sich Demos bilden, also Demonstrationsveranstaltungen gegen bestimmte Entwicklungen in der Kirche, gegen bestimmte Personen oder gegen bestimmte Maßnahmen. Auch in unserer Diözese haben wir das in den letzten Jahren sehr deutlich und schmerzlich erlebt mit dem neuen Bischof, der aus der Diözese Görlitz kam, eine ausgesprochene Diaspora-Diözese, die personell so groß war, wie bei uns Dekanat Kempten. Das war seine Diözese. Nur nach der neuesten Statistik hat diese Diaspora-Diözese heute noch 20% sonntägliche Gottesdienstbesucher. Das bringt kaum mehr eine Pfarrei bei uns auf die Waage.
Und der kommt in unsere Diözese und stellt fest, ja, dass man da sehr salopp mit der Sonntagsmesse umgeht und hat in seinem ersten Hirtenbrief Ersatzveranstaltungen für Sonntagsgottesdienste, Ersatzgottesdienste etwas zurückgefahren und wieder Wert darauf gelegt. Und das, was er geerntet hat, ja, so lassen wir mit uns nicht umgehen. Bei uns ist es anders. Dann hat es vor dem Augsburger Dom und vor seinem Bischofshaus, das unmittelbar beieinander steht, eine Demonstration gegeben von der ganzen Diözese. Und hier stellt sich die Kirche, bitte. Wann war das? Das war vor, ich glaube, der ist jetzt 3, 4 Jahre Bischof. Also im ersten Jahr seiner Tätigkeit. Und das ist natürlich in der Öffentlichkeit ganz groß dargestellt worden. Auch in der katholischen Kirche sind die Leute so, dass sie eigentlich den Bischof gar nicht brauchen, sondern sich gegen den Bischof stellen. Und hier, das ist eine Art Einzelaktion, das, was nachhaltig sich in dieser Form auswirkt, dass die Kirche als zerstritten dargestellt wird und sich selber darstellt. Das sind Bewegungen wie zum Beispiel das Wir sind Kirche, so heißt es in Deutschland, aber es gibt es auch in Österreich, soweit ich informiert bin. Fast also den gleichen Namen. Und das eben mit ausgeprägten Gegenpositionen zu dem, was jetzt bisher als sich als Kirche dargestellt hat und das kirchliche Amt zu vertreten und zu verwirklichen suchen. Im Grunde Gegenpositionen. Und da haben wir eigentlich von vornherein dann den gleichen Effekt, wie wir an den Kindern beobachten in der Familie. Wenn die Eltern zerstritten sind, dann sind die Kinder fast durchweg irgendwo auf Suche und am Laufen irgendwo hin. Und wenn es manchmal bloß die Nachbarfamilie ist, wo die gleichsam sich immer wieder finden und mit den anderen Kindern das genießen, dass da weniger gestritten wird. Hier spüren wir, wie jetzt das, was wir in der Familie beobachten können, Streit bringt die Kinder zum Davonlaufen, dass wir das auch in der Kirche haben, dass die Bischöfe heuer wieder etwas schockiert sind, weil die Austrittszahlen wieder einmal gestiegen sind, nachdem sie vorher ein bisschen zurückgegangen sind. Hier merken wir also auch das, was Familiengesetzmäßigkeit ist, innerer Streit, Unfriede treibt die Leute davon. Das ist etwas Angstmachendes oder etwas Belastendes. Und dem weichen natürlich die Leute aus und da dürfen wir uns dann nicht wundern, wenn die einer zerstrittenen Kirche davonlaufen. Und das wirkt sich natürlich dann vor allem in den demokratischen Ländern aus, wo alles gewichtet wird nach der Zahl, nach der Größe der Zahl. Und wenn jetzt hier die Kirche, die noch über das Amt redet, erscheint als die, wo das Amt angestritten wird von der Basis, dann wird auch das, was die Bischöfe sagen, meinetwegen den staatlichen Behörden gegenüber, wenn es da um Vereinbarungen, um Lebensmäßigkeiten geht, beispielsweise Schulunterricht und ähnliche Dinge, dass hier der Staat eigentlich die Bischöfe nicht mehr sehr ernst nimmt, weil er ganz schlicht sagt, hinter euch steht so eine kleine Zahl, die wir jetzt nach unseren demokratischen Gesetzmäßigkeiten eigentlich kaum berücksichtigen müssen. Hier, da ist im Grunde dann die Einheit mit einer Schuld, dass die Kirche bedeutungslos wird oder die Uneinigkeit in der Öffentlichkeit. Und ähnlich geht es um das, was jetzt meinetwegen
kirchliche Lebensgestaltung ist, glaubensmäßige Lebensgestaltung für den einzelnen Menschen. Wenn eine zerstrittene Kirche durch jetzt die beauftragten Amtsträger etwas als Darstellung der Lehre der Kirche verlauten lässt, dann ist das schon beeinträchtigt. Ja, die wissen ja selber nicht, was gelten soll. Der eine sagt das, der andere sagt das. Also geht es mich nichts an, damit befasse ich mich nicht, da lasse ich mich gar nicht mehr berühren und ansprechen. Und wir sehen, der Verlust der Glaubwürdigkeit, der ist heute ein ganz erheblicher Wirkungspunkt in dieser Verdunstung des Glaubens bei den einzelnen Menschen. Und erst recht natürlich dann in der Öffentlichkeit, wenn jetzt ganz erhebliche Bestrebungen wenigstens bei uns da sind, alles, was irgendwie mit Glauben und Kirche noch verbunden ist, das aus dem Bereich des Staates und der Öffentlichkeit zu verbannen. Beispielsweise das Kreuz aus den Schulklassen. Vor wenigen Tagen war in Sonthofen eine Art runder Tisch mit allen hier jetzt relevanten Religionsgemeinschaften im oberen Allgäu, wo jetzt katholische Kirche, die noch zahlenmäßig schon sehr gleichsam einzig noch in der Mehrheit ist, gegenüber der evangelischen Kirche, die jetzt gerade, weil sie in der Minderheit ist, immer wieder betont, uns darf man nicht übersehen, uns darf man nicht überhören. Und das wie bei den Kindern, wenn sie Angst haben, dass man es übersieht, dann werden sie umso lauter. Und so erleben wir das hier auch, hier im oberen Allgäu. Dann ganz stark die Muslime, die bei Ihnen in Österreich die zweitstärkste Religionsgemeinschaft sind. Bei uns noch nicht die zweitstärkste, aber immerhin jetzt so stark, dass es auch in kleinen Immenstadt schon eine Moschee gibt. Und dann hier ganz speziell noch die Buddhisten, die in der Nähe von Immenstadt ein deutschlandweites Zentrum haben, wo Tausende an diesem Punkt zusammenkommen und deshalb auch in der Öffentlichkeit etwas darstellen, das jetzt buchstäblich die Leute neugierig macht und mit der Neugierde jetzt, mit der Psychobehandlung, mit der buddhistischen Psychobehandlung, wie die mit der Seele des Menschen umgehen, einfach von der Neugierde die Menschen anzieht und da jetzt das erleben lässt, im Glauben muss ich auf jemand anderen setzen, mich auf jemand verlassen. In dem, was Buddhismus ist, da kann ich allein mit mir selber umgehen. Diese Art, da bin ich mein eigener Herr, bleibe mein eigener Herr und da gibt es niemand, der mir etwas reinredet. Es gibt bloß die Lehrer, die mir das zeigen, wie das geht, wie ich mit mir umgehen kann. Und von daher eine unheimliche Anziehungskraft gerade heute haben. Sehen wir, das ist jetzt einfach der Blick, wie Kirche und das Wort Kirche gegenwärtig in unserem Umfeld und auf den einzelnen Menschen wirkt. Und hier spüren wir die Vielfalt der Eindrücke, die dessen ist, das, was Kirche von ihrem Selbstverständnis ist, überhaupt nicht mehr zum Tragen kommen. Weil die Leute von den oberflächlichen Eindrücken ganz angesprochen sind, weil ein einziger Streit mehr Aufmerksamkeit mit sich zieht, als eine lange gelebte Stimmigkeit, ein lange gelebter Friede. Der fällt nicht auf, weil es normal ist, weil es bloß wohlfühlend ist. Aber Streit erregt Aufmerksamkeit. Und so ist gerade diese Art moderne Kircheneindruck eine Barriere, dass die Leute sich überhaupt noch Gedanken machen,
ja, was ist denn Kirche überhaupt? Und diese Art von Selbstverständnis, die dürfen wir buchstäblich von den Ursprüngen her sehen. Ich habe Ihnen da fünf Kernpunkte des Selbstverständnisses der Kirche. Das sind im Grunde Einzelblicke, je nachdem, von welcher Seite ich mich und die Kirche anschaue, aufgelistet. Da ist das, was als letztes vom Konzil her auch sehr betont worden ist, wir können es nennen, das soziologische Kirchenverständnis, die Kirche als das Volk Gottes, ist bereits ein Name, den Petrus in seinem Brief, der eine Art Taufkatechese ist, den er in seinem Brief darstellt. Ihr seid ein auserwähltes Geschlecht und damit etwas von dem, was kirchliche Zugehörigkeit dem Menschen geben sollte. Ein Gefühl und ein Bewusstsein, ich bin sozusagen vom lieben Gott handverlesen. Sehen Sie, der moderne Mensch, der neigt mehr zur Selbstregierung und zur Selbstherrlichkeit. Darum auch dieser Zug zum Buddhismus. Und da zeigt eben der Petrus schon, ja, als Volk lauter Einzelverlesene, vom Herrgott einzelverlesene Persönlichkeiten und dazu noch das gleichsam mit seinem Siegel versehen, mit der Salbung in der Taufe. Und bei der Taufe wird bei der Salbung gesagt, du bist Priester und König auch in Ewigkeit. Und diese Art Würde des Menschen als Volk Gottes und die Würde der Gemeinschaft als Volk Gottes wunderschön ausgedrückt ist. Also ein Selbstwertgefühl, das allein mit diesem Wort Volk Gottes schon dem Menschen etwas geben könnte. Oder ein Paulus schreibt von den Anfängen seiner Briefe an, ihr seid lauter einzelne Glieder, aber wenn man diese Glieder zusammensetzt, dann ergibt ihr jetzt den Leib Christi. So wie der Mensch gewordene Gottessohn sichtbar geworden ist als menschliche Persönlichkeit, so macht ihr jetzt in einem Land und an einem Fleck in diesem Land als Einzelpersönlichkeit, so macht ihr als Kirche, wenn ihr zusammen euch fügt und zusammenwirkt, macht ihr Christus für die ganze Welt sichtbar, gleichsam als Gemeinschaft den Christus in der Größe darstellen, in der Weltgröße, die er hat. Und dazu zeigt er eben, wie jedes Glied am Leib anders aussieht und eine andere Aufgabe hat. Hat jeder von euch sein eigen Gepräge und vom Heiligen Geist eine Eigengabe? Und da ist er ein Stück Christi. Aber wenn jetzt alle zusammenhalten, dann stellen sie in der Welt den ganzen Christus dar. Und als drittes gebraucht er im Epheserbrief das Bild von einem lebendigen Bau, indem er sagt, ihr alle seid gleichsam vom lieben Gott einzeln behauene und einzeln hergestellte Steine und so in den Bau eingefügt, dass jeder ganz genau passt. Und dann nimmt er das Bild vom Gewölbe, wo oben jetzt Baurichtung zusammengeht, aber ein Gewölbe würde runterstürzen, wenn es keinen Halt hätte. Und da sagt er eben, der mittlere Stein im Gewölbe, der jetzt dem Ganzen Halt gibt, dass keine Seite auf die andere runterfällt, das ist Christus. Und der, gleichsam, auf den geht der ganze Druck. Aber der hält auch alles zusammen, der hält alles stabil, weil der die Mitte ist. Und so wird praktisch, wenn Christus die Mitte ist, dann gibt es keinen Streit, sondern gibt es festen Halt. Dann stürzen die Steine nicht durcheinander und gegeneinander,
sondern dann bleiben sie an ihrem Platz und das Ganze gewinnt Festigkeit und gibt Heimat. Eine Heimat, in der der lebendige Gott wohnt, aus den lebendigen Steinen. Das vierte Bild, das ist im Konzil recht deutlich geworden und hervorgehoben worden, die sogenannte Communio, eine Lebensgemeinschaft, die aber bereits im Johannesevangelium begründet ist, im Weinstockgleichnis, wo er sagt, Christus ist der Weinstock, ihr seid die Trauben daran. Und wenn eine Traube mit den Fasern, mit den Adern in Verbindung mit dem Stock ist, dann gedeiht sie, wird fruchtbar und wird zum Segen und wird zur Kraft für die, und zur Freude für den, der sie genießen darf. Wenn hier ein Bruch ist in der Verbindung zwischen Traube und Weinstock, geht die Traube ein und wird wegwerfbare. Und das ist jetzt auch die Erfahrung der Kirche, wenn sie das nicht darstellt, was sie eigentlich sein sollte, dass da die Menschen buchstäblich merken, die ist für nichts gut und die lässt man am besten unbeachtet links liegen und sucht sich selber was Eigenes. Und ein weiteres Bild ist auch im letzten Buch der Heiligen Schrift noch dargestellt. Die Frau mit der Sonne umkleidet, den Mond zu ihren Füßen und ein Kranz von 12 Sternen um das Haupt. Wo jetzt die ganze Weltweite der Kirche und jetzt die kosmische Bedeutung, das heißt die Schöpfung für das ganze Weltall, dass die Kirche eine Art Segens- und Heilsdarstellung für die ganze Schöpfung sein sollte, wo das in dieser Frau dargestellt wird. Und wir müssen das sagen, das ist im Grunde das marianische Kirchenbild, weil in dieser Frau, in der Gottesmutter Maria, eigentlich alle Einzelheiten, die dargestellt sind, hier ihren personhaften Ausdruck gefunden haben. Die Kirche ist Person, als bräutliche Frau, aber herrlich gekleidet, Sonnenglanz, die ganze kosmische Herrlichkeit ist da drin enthalten. Von daher sehen wir, wenn dieses glaubensmäßige Kirchenbild auf die Menschen wirken kann, wenn sie da etwas annehmen, dass sie dann eigentlich fast immun werden gegen all die anderen Einflüsse, die im Grunde abbauen und zerstören. Aber weil hier diese umfassende Glaubenssicht fast überhaupt nicht mehr auch zur Darstellung kommt. Denn wenn etwas zur Sprache kommt, dann sind es immer Probleme. Die Probleme sind Streitpunkte, sodass eigentlich in der Öffentlichkeit immer gleichsam das Problem und nicht das, was jetzt Seele der Kirche ist. Diese Geheimnisse, Volk Gottes, Leib Christi, lebendiger Tempel, Lebensgemeinschaft und bräutliche Beziehung, eine Liebesbeziehung. Also wenn das alles nicht lebendig ist, dann ist der Mensch anfällig für alle Krankheitseinflüsse und wir müssen sagen, dann ist der Glaube für alle Krankheitseinflüsse so anfällig, dass er keine Widerstandskräfte mehr hat. Und gemäß hier in dieser Situation, die jetzt ein Pater kennte nicht, in der Heftigkeit, wie wir sie heute haben, bereits vor 50 Jahren in seiner Verbannung in Milwaukee schon vorgefühlt hat und vorausgesehen hat und teilweise das auch ausgesprochen hat. Und wir sehen, da hat er im Grunde eine prophetische Gabe gehabt, durch diese Art alles durchsichtig machen, bis auf die letzten Gründe. Und das hat er auch ausgedrückt, weil es einem Mitbruder gegenüber, der hat da mal gesprochen und dann hat er gesagt, und der Pater hat dann gemeint,
Ja, wir sind noch lang nicht auf der Talsohle angelangt. Das heißt, er hat damals gemeint, schlimmer kann es jetzt bald nicht mehr werden. Und der Pater meint, wir sind noch lang nicht bei dem Punkt, auf den wir uns gefasst machen dürfen. Sodass wir sagen müssen, unsere gegenwärtige kirchliche Situation ist von ihm vor 50 Jahren schon gesehen, ins Wort genommen und durchleuchtet worden, aber auch so ins Wort genommen, dass er damals schon die Gründe gelegt hat, um das alles gleichsam zu überwinden, was heute Glauben und kirchliche Gemeinschaft zerstört. Da mit einer Art neu aufbauenden Gegenbewegung zu antworten auf das, was sich abzeichnet. Mit seinem Kirchenbild. Und da hat er jetzt alle Eigenschaften der Kirche, diese im Selbstverständnis, Volk Gottes, Leib Christi, lebendiger Tempel, Lebensgemeinschaft, freundliche Liebesbeziehung, die hat er im Bild der Familie gekündigt, dass er sagte, ja, die Kirche der Zukunft, das muss eine familienhafte Kirche sein, muss Kirche als Familie sein, damit sie all das, was die Zeit mit sich bringt, überwinden und zu einer neuen Blüte kommen kann. Er hat also buchstäblich ein Aufblühen vor Augen, wenn er von seiner Sicht her die Kirche als Familie pflegen möchte und im Familienbild die ganzen göttlichen Geheimnisse gleichsam da wieder vital macht. Wir haben das in unserer Diözese besonders deutlich mitgekriegt, weil 1966 Pater Kentenich in unsere Diözese ein paar Mal gekommen ist und da dem Bischof Stimpfli, der damals neu ernannt war, begegnet ist. Und dieser Bischof hat sein Amt während des Konzils bekommen. Und dann ist dieser gute Mann nach Rom gekommen und hat festgestellt, ja, das, was er hier auf dem Konzil erlebt, ist eine ganz neue Art, Kirche zu sein, als wie er sie bisher in seiner traditionellen Art erlebt hat. Er hat vorher in Rom studiert, seine Theologie in Rom studiert und hat festgestellt, ja, auf dem Konzil stellt sich die Kirche anders dar, als ich sie vor wenigen Jahren in meinem Studium in Rom erlebt habe. Bloß, was ist jetzt so der Kern der Kirche, wie sie sich hier darstellt auf dem Konzil und wie als Bischof, wie muss ich da jetzt weitermachen oder wie kann ich weitermachen, wenn es so etwas Neues ist, was ich hier erlebe, aber ich kann es nicht so in Worte fassen, dass es griffig wird und dass ich es den Leuten mitteilen kann. Und da ist der Pater Kentenich begegnet und der hat ihm erst einmal gedankt, dass er der Schönstadtbewegung wieder Luft gegeben hat, die im Grunde vorher nahezu abgewürgt war. Und dann hat der Pater Kentenich seine Vorstellung, wie er gerade in der Schönstadtbewegung das Bild der neuen Kirche verwirklichen möchte und das in die Kirche einbringen möchte, hat er das dargestellt. Und wie er fertig war, springt der Bischof auf und sagt, Patriarcha et Propheta locutus est. Das ist in Schönstadt ein geflügeltes Wort geworden. Ein Patriarch und Prophet hat jetzt gesprochen. Weil er gerade in den Ausführungen Pater Kentenichs das, was er gesucht hat und jetzt selber noch nicht rausgefunden hatte, wie geht Kirche in der Zukunft nach dem Konzil, weil er das in den Worten Pater Kentenichs so gefunden hat, dass er sagen konnte, ja, das kann ich jetzt im Grunde für mich persönlich als Bischof wahrnehmen und kann es auch an die Leute heranbringen. Und diese Art
in der Familie die Kirche zu sehen und jetzt in der gleichsamen Familie als Kirche in der Zelle, im Kleinen dargestellt zu sehen und umgekehrt aus lauter kleinen Zellen die Weltkirche aufgebaut zu sehen. Da sagt Pater Kendenich ganz schlicht aus dem Glaubensverständnis die Ehe als Sakrament herausgeholt, wo er hier gesehen hat, dass in dieser Art Schöpfungsgrundlage, die Gott in der Mann-Frau-Kind-Familie grundgelegt hat, dass er hier gleichsam sein eigenes Abbild als Dreifaltigkeit buchstäblich menschliche Gestalt annehmen ließ und deshalb in dieser Form der Familie natürlich auch im Grunde von der Schöpfung her heil gedacht die Welt heil haben möchte. Nur ist natürlich alles im Grunde durch die Erbsünde geschädigt worden, so auch die Familie, und deshalb bedeutet Familie gleichsam wieder heilen, heilig machen, die ganze Schöpfung wieder zu heilen beginnen. Und das Heilende, das ist in Jesus geschehen, da hat es nichts gegeben, was der nicht gut machen konnte. Sogar eben im Staunen der Leute ausgedrückt, wenn die gesehen haben, das, was unheilbar war, hat er gesund gemacht. Und sogar das, was tot war, hat er lebendig machen können. Also alles, was in der Schöpfung leidvoll war und schlecht war, hat Jesus gut machen können. Und da sagt jetzt Paulus, dieser Jesus, der alles als Heiland gut gemacht hat, in der Ehe verbindet er sich jetzt mit jedem Partner für den anderen, sodass jeder Ehepartner im Sakrament der Ehe von Gott gleichsam zum einen ausgesucht ist, vom Schöpfungsgedanken her, ich habe dich so geschaffen, dass ich genau dich für den brauchen kann, und ich habe sie so geschaffen, dass ich genau die für dich brauchen kann, vom Schöpfungsgedanken her. Aber die Schöpfung ist angeschlagen, verletzt, und da verbindet sich jetzt der, der Heiland ist, mit jedem Partner, macht und ergänzt jeden Partner mit seinem Heilandswirken, damit er jetzt heilend auf den anderen einwirken kann. Damit wird jetzt praktisch eine Art Urdarstellung der Dreifaltigkeit des Schöpferwillens Gottes in seiner Schöpfung. Damit wird die wieder gleichsam gesund und heil. Und das, wenn dieses Wirken in der Familie sich jetzt vervielfältigt, dann wird natürlich eine ganze Gesellschaft anders. Was das schlicht vom Geld her bedeuten kann, habe ich in meinen jüngeren Seelsorgejahren ein Stücklein mitgekriegt. Da war ich in der Nähe von München tätig, ungefähr 50 Kilometer von München. Und da ist dann innerhalb von ein paar Wochen ein Zeitungsbericht oder sind ein paar Zeitungsberichte gekommen, dass in zerbrochenen Beziehungen Kinder misshandelt worden sind und auch an Misshandlungen dann gestorben sind. Und das innerhalb von ein paar Wochen, gleich ein paar Fälle. Und dann, ja, die Leute haben das geschluckt, wie sie regen sich kurz auf und nächsten Tag kommt der andere Zeitung wieder. Bloß ist da dann mal ein Bericht gekommen, ja, das Jugendamt in München wusste von diesen Familienzuständen und hat nichts getan, weil das damals die Haltung war, die so hineingekommen ist. Ja, die beste persönliche Beziehung ist besser als irgendeine Heimerziehung für Kinder. Und in dem Fall hat man übersehen, dass in einer zerbrochenen Beziehung, wo meinetwegen
ein Vater gar nicht mehr der Vater des Kindes ist, sondern ein anderer Mann. Dass da halt dass die Urbeziehung zwischen Kind und Vater nicht mehr da ist. Und deshalb ist dann plötzlich eine Aufregung entstanden. Ja, wenn das Jugendamt gewusst hat, dass die Kinder so gefährdet sind unter einem unkontrollierten Alkoholiker, der jetzt der neue Partner von der Mutter ist, warum haben die dann nichts getan? Die Kinder, die Jugendämter haben unter der Haltung gelebt, ja, möglichst die Kinderheime aussterben zu lassen. Dann sind die nervös geworden unter dem Druck der Öffentlichkeit. Und dann haben sie alle Kinder, die sie im Umfeld von München wussten, dass sie gefährdet sind, gesucht und haben sie in die umliegenden Kinderheime gesteckt. Und innerhalb von 8 Tagen waren im Umfeld von etwa 100 Kilometern alle Kinderheime um München herum überfüllt. So viele Kinder waren gefährdet. Die Leute waren wieder etwas beruhigt. Den Kindern, die sind wieder ein bisschen mehr in Sicherheit. Dann ist die nächste Nachricht gekommen. Jedes Kind kostet dem Staat im Heim 30.000 Mark im Jahr. Dann sind die Leute rebellisch geworden. Wo man gemerkt hat, wie jetzt im Grunde das in die Sozialordnung des Staates eingreift, wenn die Familie nicht mehr stimmt. Wenn da jetzt persönliche Gefährdungen, wenn Schädigungen, seelische Schädigungen auf die Kinder einwirken, wie das eine Lawinenauswirkung hat auf die ganze soziale Stärke und auf die Wirtschaftsstärke des Staates. Das ist erst denen da aufgegangen, wie die das einmal damals und damaligen Preisen vorgerechnet haben. Und hier, das war etwas, was eigentlich eine Paterkindlich von vornherein klar war, dass eine gesunde Familie einfach eine gesunde menschliche große Gemeinschaft aufbaut und damit eigentlich ein Wohl von allen vom Kern heraus bewirken kann. Da hat er festgestellt, dass die Familie damals sehr stark angegriffen worden ist über die Vatergestalt. In den amerikanischen Fernsehserien wurde praktisch der Vater immer dargestellt in der Familie als der Geldverdiener und der Geldgeber und dann der Familientrottel, der bloß da war und wenn alle gekommen sind, ich möchte das und ich möchte das, immer gegeben hat, das also Geld gegeben und seine Ruhe genossen hat, damit er am Fernseher bleiben kann. Eine Art Demontage des Vaterbildes. Und in dieser Rolle hat Pater Kindenich das Warnlicht unendlich stark aufgeleuchtet, weil er erlebt hat an sich selber, wie praktisch eine Art väterliche Gestalt maßgeblich ist, damit die Leute so etwas wie ein Urvertrauen in einen Vatergott bekommen. Und da die mütterliche Gestalt allein nicht reicht, sondern wie die Mutter gleichsam ihre eigene Sicherheit und ihre eigene Persönlichkeitsstärke ziemlich davon abhängig sieht, wie der Vater zu ihr steht. Und dass er ganz schlicht festgestellt hat, den Kindern geht es, wie es der Mutter geht. Und der Mutter geht es so, wie der Vater zu ihr steht. Und das hat jetzt eine Auswirkung, dass der Mensch da, wo er gleichsam den Vater als letzte Stärke in der weltlichen, natürlichen Ebene erlebt, dass er hier eine Art Empfänglichkeit behält, dass es über diesen irdischen Vater einfach auch den himmlischen Vater gibt, der in der ganzen Schöpfung seinen Ausdruck findet und in der Ordnung der Schöpfung seinen Ausdruck findet, sodass hier die Schöpfungsordnung in der Familie zu verwirklichen immer wieder bedeutet, die Vaterrolle in der Familie so zu profilieren,
also ihr ein Gesicht zu geben und so stark zu machen, dass er seine Rolle spielen kann, wenn man von einem Spiel da reden muss. Das ist letzten Endes ein Lebensvollzug, der persönliche Vollendung bringt. Seine Rolle so wahrnehmen kann, dass gleichsam seine eigene Art einfach eine Art Rückhalt für die Mutter ist, die Frau, die immer ein Du sucht und im Du gleichsam immer auch die Bestätigung für sich sucht, immer wieder erleben müssen, dass sogar starke persönliche Ausprägungen der Frau eigene Unsicherheiten, mit eigenen Unsicherheiten ganz schlecht umgehen konnten, die hier einfach diese Art der Schöpfungsordnung, dass die Frau gleichsam diese Art Bestätigung und Bestärkung durch den Mann braucht, um das eigene zu sehen, zu verwirklichen und leben zu können, dass er das hier so gesehen hat und deshalb eine ausgesprochene Stärkung der Vatergestalt für die Grundlegung einer gesunden Familie gesehen hat und gekündet hat und den Vätern auch immer wieder gezeigt hat, wie sehr sie da zu ihrer Aufgabe kommen und stehen können und wie sehr sie die Erfüllung dieser Aufgabe wahrnehmen können. Bitte? In welchem Band ist da am meisten drinnen über diese Vaterrolle? Zum einen in diesem, ich glaube 20, wo es um die gleichsam um die Geschlechtlichkeit geht. Montagabend, Band 20, ich glaube, das haben wir eben. Jetzt die Zahl weiß ich bei den anderen nicht, wo es darum geht, einfach das Alltagsleben zu gestalten. Und dann ist noch sein blaues aus den USA. Ja. Dort ist er auch so. Ja. Familie, Dienst am Leben. Ja, so Vorträge aus den USA. Ja, genau. Die Montagabend. Familie, Dienst am Leben. In denen hat er das besonders dargestellt. Und jetzt, wie er wieder nach Deutschland gekommen ist, 1965 an Weihnachten, ist praktisch ab 1966 zu beobachten, wie er hier diese Vaterrolle ganz stark sieht, dass die in Deutschland noch viel gefährdeter ist wie in den USA, weil in Deutschland die Kriegseinwirkungen die Vaterrolle kaputt gemacht haben. Da müssen wir schlicht feststellen, ich gehöre selber zu der Generation, wo ungefähr die Hälfte der Kinder ohne Vater groß geworden ist, weil die Väter, solange die Kinder ganz klein noch waren, im Krieg waren und teilweise nicht mehr zurückgekommen sind. Und wo wir dann eben erlebt haben, wie diese Frauen, heute nennt man es Alleinerziehend, fast ein Kultgegenstand, aber ich stelle heute fest, die leiden als alleinerziehende Frauen unter den gleichen Erscheinungen wie damals ich selber beobachten musste, dass die sich immer ein Stück verlassen vorgekommen sind. Viele Aufgaben und dazu, ja, wenn die Kinder in die Pubertät gekommen sind und nicht mehr so gefügig waren, mit denen zurechtzukommen und mit täglichem Leben zurechtzukommen. Es hat immer eine Art Jammer verursacht, ich bin ja immer allein. Und bei den Kindern hat es jetzt eine Art Schuldgefühl verursacht, vor allem bei den Buben. Wir sind schuld, dass der Mutter schlecht geht, wenn wir nicht brav sind oder wenn wir nicht genügend tun, eben Arbeiten abnehmen, soweit wir können. Und das hat dann praktisch eine ganze Generation wieder großgezogen, wo gleichsam die Vaterrolle mit einem Schuldgefühl bei den Kindern verbunden war. Vom Kindheit an, wo dieses Schuldgefühl des Kindes buchstäblich mit groß geworden ist, sodass die der Frau gegenüber immer eine Unsicherheitsrolle gehabt haben, die Väter in der Nachkriegsgeneration. Ich kann eigentlich das nicht sein, was sie bräuchte.
vom Gefühl her. Das Eigenartige ist, voriges Jahr hat die Caritas in Augsburg eine psychologische Untersuchung festgestellt und hat einfach da von den Psychologen feststellen lassen müssen, dass diese Folge die Schwäche der Väter, die Schwäche des Mannes in der Familie, dass die bis heute noch nicht aufgeholt worden ist von den Kriegsfolgen. Und das hat den Pater Kentenich mit einer unheimlichen Klarheit und Schärfe gesehen und deshalb alles versucht, diese Vaterrolle in die Kirche dadurch hineinzubringen, dass er die Vaterrolle in der Familie wieder gestärkt hat. Dass er damit auch diese Art Weiterleitung an den Vater Gott, der Vater ist für mich verbindlich in der Leitung der Familie als Haupt der Familie, auch sich gleichsam in den Gehorsam Gott gegenüber übertragen ließ beim Menschen. Das war für ihn ein unendlich tiefer Blick, den er ganz fest in die Familien hineingehen wollte, um das dann sichtbar zu machen. Und damit die Familie wieder als Grundzelle, gesunde Grundzelle, groß werden zu lassen, zu vervielfältigen. Und wenn alle Zellen gesund sind, dann ist der ganze Mensch gesund. So auf diese Art Kirche erneuern, zu einer heilen Kirche. Und heil ist ja ein Teil von heilig. Also das ist der natürliche Teil von heilig. Das ist heil, gesund. So dass wir hier sehen, in seinen Bemühen, eine gesunde Familie und hier vor allem von der Zeiterscheinung her und vom Zeitbedürfnis her durch eine Stärkung der Vaterrolle aufzubauen. Das war sein Weg, jetzt die Kirche zu erneuern und die Kirche, wie sie es momentan gebraucht hat. Und damit hat er eben die Ehe als Sakrament, Bild und Baustein der Kirche genommen und einfach diese Wirkung, wenn Christus in der Partnerschaft lebendig ist mit den Einzelnen, dann wird das Ganze heil und heilig gesehen. Da sind dann Fehler nicht mehr das, was sie in der menschlichen Gemeinschaft sonst sind, Spaltpilze, Krankheitserreger. Das ist heute besonders stark geworden, wo teilweise im öffentlichen Leben sichtbar ist, dass wenigstens bei uns in Deutschland jetzt beobachtbar Leute nicht mehr gewählt werden, Parteien nicht mehr gewählt werden, weil sie gut sind, sondern weil die anderen einen Fehler gemacht haben und deshalb unbrauchbar geworden sind. Wer einen Fehler macht, wird unbrauchbar. Und hier hat ein Pater Kentenich eben gesehen, ja, Fehler gehören ein Stück einfach in eine geschädigte Natur. Es gibt keine Partnerschaft mit fehlerfreien Partnern. Aber in dieser Art, Ehe als Sakrament, ist Christus immer der, der zeigt, es gibt auch keinen Fehler, der stärker ist als meine Hilfe. Und deshalb ist die Ehe die Gemeinschaft und das Sakrament, mit der gleichsam das gesunden kann in der Zelle, was dann in der großen Gemeinschaft des Leibes Christi ein gesunder Leib wird. Weil eben diese Einheit zwischen den Ehepartnern und Christus, weil hier die heilenden Kräfte von Gott her immer stärker sind als die schädigen Kräfte der Fehler, die die Partner mitbringen. Und so, hier wird jetzt deutlich, dass womit man die Kirche heute schlecht macht. Das fängt Pater Kentenich von der Wirkung des Ehesakramentes von vornherein schon in der Familie auf. Diese Art des Fehler, mit denen kommt man auf die Welt, Fehler, die bringt man schon mit, aber es gibt keine Fehler, der jetzt in der Verbundenheit mit Christus nicht überwunden und gut gemacht werden könnte. Und damit zeigt er eben,
da ist die Familie, diese sakramentale Ehe und Familie, schlechthin das Mittel, das Gott offensichtlich in seinem Plan hat, um auch eine Zeit wie die heutige zu sanieren und wieder heil zu machen. Wo man auch als christliche Familie manchmal den Eindruck hat, ja, ich bin so allein als Familie, wenn ich um mich herum schaue, alles denkt anders, alles lebt anders, alles macht alles anders. Und damit ein Stückchen irritiert werden könnte. Pater Beller hat hier diese Situation gesehen und hat gesagt, ja, eigentlich ist das ein Signal, dass Gott uns gerade für diese Situation braucht. Und da ist ihm eine Art Forschungsergebnis zu Hilfe gekommen, um das im Bild darzustellen. Da waren einige Ölkatastrophen, Tanker, der da vor Alaska zerbrochen ist. Und da ist bei uns immer noch ein bisschen nicht ganz bewusst, was es bedeutet, soweit ich informiert bin. Genügt ein Tropfen Öl, um 30 Kubikmeter Wasser ungenießbar und, zu machen und zu vergiften. Und wenn jetzt tausende von Tonnen Öl ins Wasser fließen, auch wenn es der Ozean ist, und an die Küste getrieben werden, dann sind das Zerstörungen, die unendliches Ausmaß haben. Und da hat man jetzt festgestellt, das, was Menschen oft nicht mehr abfangen können mit Absaugen und so weiter, mit den Techniken, da im Lauf der Zeit ist da etwas von selber wieder gesund geworden. Und da hat man dann Mikroben, also Kleinstlebewesen entdeckt, die genau das gleichsam fressen, was ölverseuchtes Erdreich und was ölverseuchtes Wasser ist. Und durch ihre Verdauung wird das nicht mehr giftig, sondern wird gesund ausgeschieden. Dass es also buchstäblich Lebewesen gibt, die in einem verseuchten Umfeld, das als buchstäblich Lebensraum brauchen, damit sie voll zur Entfaltung kommen. Und da hat er gesagt, das ist im Grunde jetzt die Situation unserer Familien. Sie leben in einem lebensfeindlichen, gemeinschaftsfeindlichen Umfeld, aber das ruft jetzt genau diese Kräfte in ihnen wach, die Gott in das Sakramentehe hineingelegt hat. Und das sind Verwandlungskräfte, da können sie giftiges Umfeld in heiles Umfeld verwandeln. Und das war jetzt die Sicht eines Pater Kendenich von Ehe und Familie. Also sagt, da gibt es jetzt keine Situation in der Welt, mit der Gott jetzt nicht zeigen würde, wie er in dieser Art Einrichtung, in der sein Sohn das weiter verkörpert, was jetzt Menschwerdung ist, in Mann, Frau und Familie, lebt er weiter und in einer Art Kleinstzelle, aber mit einer unheimlichen Auswirkung, mit einer Verwandlungsauswirkung, dass das hier dann hinauswirken kann und eine ganze Welt wieder neu sanieren kann. Und hier war es ein Pater Kendenich, der wieder gesehen hat, wie die Kirche das in die Welt hineinbringen kann. Und da hat er schlicht festgestellt, jetzt taktische Maßnahmen, Unternehmungen sind für die heutige Zeit fast nicht mehr möglich, wenn man taktische Organisationen gründen und aktivieren möchte, kostet das so viel Aufwand und hat von vornherein so viel Widerstände von den glaubensfeindlichen, kirchenfeindlichen und familienfeindlichen Tendenzen. Hier hat sich das natürlich noch zugespitzt, gerade in den letzten Jahren ist das deutlich, die familienfeindlichen Tendenzen, dass die buchstäblich auch auf die Naturfamilie jetzt wirken, dass wir mit der Organisation ganz wenig Kräfte verlieren sollen, sondern darauf bauen, wie diese Art Lebewesen
einfach dadurch, dass sie in diesem vergifteten Umfeld leben, gleichsam die Lebenskräfte in sich wachgerufen bekommen, gestärkt bekommen und dann hinauswirken können und verwandeln können. Dass hier die Familien so etwas sein müssen, wie Berührungspunkte für diese gottesfeindliche, kirchenfeindliche Umwelt. Und dass hier Berührung, Lebensberührungen, Lebensähnlichkeiten hier dann gleichsam verwandelt wirken können. Also nicht Organisation, sondern Beseelung und beseeltes Sein. Und das ist natürlich zu der Zeit, wo er das gesagt hat, unendlich stark in das Gegengefühl gekommen, weil da die Kirche noch so festgefahren war in ihren bisherigen Formen, dass die sich so etwas überhaupt nicht mehr vorstellen konnte. Dass es etwas gibt, was nicht von ihr von oben organisiert ist und Kirche ist. Aber in dieser Art war es auch der Pater, der da immer gesehen hat, dass diese Art Erstarrung im Grunde fast zur Selbstzerstörung werden kann. Wie sehr diese erstarrten Formen unsinnig manchmal werden können. Das hat ein Tiroler Teilnehmer an der Akademie mir mal erzählt, von einem Dorf, in der der Pfarrer eine Katze gehabt hat. Und die ist immer dem Pfarrer nachgelaufen und in der Kirche auch aufgetaucht. Und wie der Pfarrer gemeint hat, ja, die Katze soll dem lieben Gott nicht den Rang abrauben, die soll in der Kirche draus bleiben. Wie macht man das? Einsperren hat das nicht können, die hat immer ein Loch gefunden. Die Katze muss man anbinden vor der Kirche, bevor es angeht. Und dann hat man buchstäblich einen bestellt, der immer die Katze gefangen hat und angebunden hat, damit er die Kirche anfangen konnte. Und so hat sich im Dorf eingebürgert, Kirche darf erst angehen, wenn die Katze angebunden ist. Wie dann die Katze eines Tages gestorben ist, haben die Leute, ja, Kirche darf erst anfangen, wenn Katze angebunden ist, müssen wir neue Katze besorgen. Wie der Pfarrer gewechselt hat, ja, bei uns geht Kirche erst an, wenn die Katze angebunden ist, ist das weitergegangen, obwohl es eigentlich so sinnlos war. Und das waren teilweise buchstäbliche Erscheinungsformen in der Kirche, wo etwas sinnlos geworden ist, weil einfach das Leben geändert, sich geändert hat. Und auch das geänderte Leben in einer gottesfeindlichen Umwelt sich einzustellen, das hat die große Kirche von oben her nicht gekonnt. Und so hat Pater Kente nicht gesehen, ja, da will Gott von unten anfangen, von klein, von Kern auf, wieder alles erneuern. Und in dem Fall erneuern, indem er die Vaterrolle in unserer Zeit, die ist jetzt momentan besonders aktuell, indem er die Vaterrolle erneuert. Und von der Vaterrolle in der Familie kam dann die Vaterrolle der Leitungsmänner in der Kirche gleichsam ein Bild sich abmalen und das auf sich jetzt anwenden. Und das hat er auch dargestellt unserem Bischof gegenüber, wo dem das so richtig aufgegangen ist. Und dann gesagt hat, ja, er möchte mit der Schönstadt-Familie dafür sorgen, dass unser Bischof seine Vaterbischof sein für die Diözese, dass er diese Rolle gut ausführen kann. Dafür möchte er mit seinen Schönstädtern helfen. Und so sehen wir, wie hier buchstäblich der Blick, wie ist es, dann hier die Gottesstimmen, was will mir Gott da zeigen und sagen, Pater Kentenich den Blick geöffnet hat, wie hat gleichsam Gott in der Familie und in der sakramentalen Ehe eine Art Erneuerungs Leben geschaffen, indem er eine ganze Welt, eine ganze Kirche wieder heil machen möchte und durch die Kirche die Welt wieder beseelen möchte. Eine unheimliche Aufgabe, wenn wir da auf uns selber schauen, wie viel da auf uns wartet.
Aber hier dürfen wir ein bisschen den Blick von einem anderen Schönstattvater wahrnehmen. Wenn es dem zu viel geworden ist, was er alles sollte, dann hat er sich selber gesagt, ich bin nicht der Erlöser der Welt. Und das dürfen wir auch sagen, vielleicht noch profilierter, wir allein als Familie sind nicht Erlöser der Welt, aber wir haben unsere Aufgabe in unserem Feld. Und das schlichte alte Sprichwort, wenn die Rose sich selber schmückt, dann schmückt sie auch den Garten. Das heißt, wenn wir für eine heile, starke, gesunde und heilige Familie bei uns sorgen, dann wirken wir erneuernd in die ganze Welt hinein. Jetzt habe ich Sie wahnsinnig strapaziert, bitte entschuldigen Sie.